Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eigentlich nur eine Let's Play Halo 5000 Folge und so. Und mein Kater spielt mit. So. hier geht es eigentlich jetzt gerade nur um das Unboxing von Halo 5 Limited Edition. eine sehr kleine Box, wie ich finde. Sei es aber drum. Es sieht trotzdem verdammt schön aus, finde ich. Also. Man hat das Gefühl, es ist Metall, aber es ist nicht Metall. Oder? Ich habe keine Ahnung. Und wie geht die Scheiße auf? Hier geht's auf. Ey. Ach du Scheiße, was ist denn alles drin? auf dem Papierkramszeugs. So. Informationslogbücherzeugs. Okay. Mit ganz viel Text. Könnt ihr alle mal auf Pause drücken und es lesen? Ach, könnt ihr nämlich gar nicht. Weil das viel zu schnell alles geht. Was ist das denn cooles hier? Ach du Scheiße. Es ist ja eine Metallfigur dabei. Ihr habt mich schon gefragt, warum ist denn die Box so klein? Verdammt, man muss die Scheiße selbst zusammenbauen. Wie cool ist das denn? Ach du Scheiße. Man muss die Scheiße selbst zusammenbauen. Leck mir am Arsch. Hier ist die ganze Bauanleitung. Also, falls man es nicht gesehen hat, hier sieht man es nochmal. Das sieht eher aus wie Gedärme und sowas. Scheiße. Was wollt ihr von mir? Wie soll ich das denn zusammenbauen? Ist das so ein Klicksystem? Oder was ist das? Vor allem, hier stehen noch Zahlen. 52, 11, 1, irgendwas. Ach du Scheiße. Leck mich um Arsch, Alter. Das wird lustig. Das wird ja richtig lustig. Anscheinend muss man die zusammenklipsen. Ich weiß es nicht. Aber so wie es aussieht. Ich glaube, die muss man zusammenklipsen, ja. Wir sind ja hier. Hier in den Ecken sind mir ja so ein bisschen Griffe. Ach du Scheiße. Das traue ich mich ja gar nicht zu machen, Leute. Seid ihr bescheuert? Da ich ja viel zu viel Schiss, dass es kaputt geht. Dios mio! Ja, ich habe mich schon gewundert. Hey, da passt auch nie und nimmer so eine Metallfigur rein. Was soll denn das? Und dann ist das einfach nur so. Auch interessant. Also, schlecht finde ich es jetzt nicht so wirklich. Aber ich habe ein bisschen Schiss davor. Was haben wir jetzt hier noch drin? In diesem grünen hier. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Postkarten wahrscheinlich wieder. Sowas waren. Sind sehr häufig in Special Editions. Ein paar Postkarten, Bilder, Informationsdinger wahrscheinlich. War auch in Halo Reach eine Special Edition mit vorhanden. Und ja, das ist Informationslogbücher hier. Spartan Buck, Loke, Tanaka, Spartan Vale, John 117, oh, ich muss noch ein bisschen runterhalten. Frederick 104, Linda, die beste Gewehrschützin überhaupt. Kelly, die schnellste? War Kelly die schnellste? Ja. Richtig, ne? Kelly war die schnellste. Nochmal Loke, warum denn zweimal Loke? Dreimal Loke. History. Zwei verschiedene. Spartan Buck. John, Frederick kenne ich nicht. Linda und Kelly kenne ich. Kelly ist die beste Gewehrschützin der ganzen Spartan-Einheit. Aber ich frage mich, warum es jetzt zweimal Spartan Lock und so ein Gedönse gibt. Ja, Kelly war die schnellste. Ja, ne, würde ich das sagen. Jason Lock erst. Achso, das ist eine andere Sprache hier, okay. Auf. Ich glaube jetzt.
Log est actuellen Chef de la Quake de... Ja, keine Ahnung. Lateinisch, Französisch. Irgendeine aussterbende Sprache. auf jeden Fall sehen die Rüstungen mega cool aus. Solche Informationsgedönse hier, auch bei Halo Reach schon vorhanden gewesen, auch cool. Ansonsten ist hier nichts mehr drin. Glaubst du es denn? Man will es ja auch nicht kaputt machen, ne? Man hat es jetzt gerade aufgemacht, man will es auch nicht kaputt machen. Das ist scheiße. So, alles schön wieder hier rein, wieder zumachen. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Das kommt gleich auf meine Halo-Wand, die ihr in meinem Halo-Ankündigungsvideo auf jeden Fall sehr gut betrachten könnt. Zwar nicht alles, aber zum größten Teil. Und Halo 5 Edition Limited enthält digitale Inhalte. Warzone, Recu-Paket, Halo The Fall of Reach Animation-Serie. Freue ich mich übelst. Ach, guck mal an. Da können wir noch ein bisschen Merchandise noch kaufen in Form von Halo 5 Headset und Controller. Astro Wireless Headset Edition. Ist nur die Frage, von was ist das? Ist das hier von Turtle Beach oder Triton oder sowas? Jedenfalls, ja, ganz nett. Aber müssen wir noch ein bisschen wissen, ob das hier 5.1 oder sowas ist und mit was das eigentlich alles agiert. Dann haben wir noch Xbox Live Goldmitgliedschaft. Ja, die Rückseite zeige ich euch jetzt nicht. 14-tägiger Gutschein. Er leckt mir am Arsch. 14 Tage? Nice. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Anleitung. Scheint jetzt aber auch nicht mehr. Was ist das denn hier? Hier haben wir eine süße kleine Aussparung. Aber die hat jetzt nichts so groß zu bedeuten. Und natürlich dann jetzt noch Halo 5. Aber nur als einzelne CD. Also keine zwei CDs. Finde ich ganz gut. Ich hasse es immer, wenn zwei CDs in einer Box drin sind. Obwohl hier halt... Oh, leck mich am Arsch. Zwei Stück reingepasst hätten. Ja, das ist das Unboxing zu der Halo 5 Special Edition. Mal ein bisschen verteilen hier. So die Standardangelegenheit, ne? Aber schöner Fanservice halt. Was halt vielleicht hätten machen müssen, diese hier zwar auf Englisch, aber auch halt auf Deutsch rausbringen. Und nicht auf Lateinisch, Französisch, Tachalis oder sowas. Und ja, das ist das kleine Unboxing zur Folge 000000000. Und am gleichen Tag ist auch die Halo 5 erste Folge. Des Weiteren wird bei Halo 5, jetzt habe ich das vergessen, bei Halo 5 das Gewinnspiel nochmal durchgeführt. Das mache ich ja mehrere Male. Bei Halo erste Folge werdet ihr paar Pokémon finden und deren Anfangsbuchstaben ergeben ein Lösungswort. Und einfach dann an mich, also an die entweder YouTube-persönliche Nachricht oder auf Facebook halt senden. Oder auf Google Mail, je nachdem, wie ihr lustig seid. Für den dritten Platz gibt es StarCraft, normale Edition, halt, so eine ganz einfache hier. Für den zweiten Platz gibt es World of Warcraft. Sehr schön. Und für den dritten Platz gibt es. Ersten Platz, sorry. Diablo 3 Mega Special Überedition. Da könnt ihr mal sehen, was alles drin ist. Mega cool auf jeden Fall. Ich hätte es eigentlich lieber selber behalten, einfach nur, weil ich Fan von Special Edition bin, ey. Ich bin einfach bei sowas immer sofort dabei. Teilnahme zwar erst ab 16, also sprich, die Gewinner müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Ansonsten, wenn jemand gewonnen hat, aber nicht 16 ist, dann kriegt er natürlich nur eins der beiden Spiele, die ab 12 sind. Entweder World of Warcraft oder StarCraft. Und da würde ich euch bitten, mir einfach bei irgendwo, entweder bei Google Mail oder bei Facebook, mir einen kleinen Ausschnitt eures Personalausweises zuzusenden mit dem Geburtsdatum, damit ich einfach wirklich weiß, dass ihr halt 16 seid. Sonst mache ich mich da halt ein bisschen strafbar. Ja gut, dann seid ihr informiert. Ich jedenfalls bin informiert. Slay, bist du informiert? Worüber? Er ist informiert. Bloody Rose ist auch informiert. Bist du informiert? Ja. Ja, sie ist informiert. Also seid ihr auch informiert, meine Chicos und Chicas. Und Titten. Macht auf jeden Fall nicht den Fehler, wie eine Dame bei mir, die hat mir bei Facebook auf der Timeline geschrieben, das Lösungswort.
Ich habe es halt dann runtergenommen, weil jeder andere hätte das Lösungswort dann lesen können. Und es ist halt in keiner bestimmten Reihenfolge. Also ihr müsst das dann selbst zusammenklauben. So, ich glaube, das Video geht schon wieder viel zu lange. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns zusammen bei Halo 5. Erste Folge gleich mit einem Special-Gast wahrscheinlich. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß bei diesem mega coolen Let's Play. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich werde da diesmal wirklich unvoreingenommen reingehen. Und ich fange schon wieder an, viel zu viel zu labern. Tschüss!